Der Bürgerdialog Stromnetz vor Ort. Auch beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung konnten sich die Bürger direkt und umfassend zum Ausbau der Stromnetze informieren und mitreden. Der Ausbau des Stromnetzes, er ist eine der größten Aufgaben im Rahmen der Energiewende und er ist nur gemeinsam zu schaffen. Wir dürfen es nicht verpassen, den Bürger zu fragen, wo hast du ein Problem? Wie können wir dir erklären, warum wir etwas machen? Nur wenn wir die Befindlichkeit kennen, können wir auch darauf reagieren. Einfach technisch zu erklären, dass es Stromnetze bedarf, ist manchmal zu wenig. Der Bürger muss verstehen, welche Stromnetze wir bauen und warum wir vielleicht in seiner Nähe ein Stromnetz brauchen und nicht 20 Kilometer weiter hinweg. Und das müssen wir klären. Dafür brauchen wir vor Ort das Know-how, was den Bürger wirklich bewegt. Akzeptanz der Energiewende, das ist letztendlich die große Regel, die es hier zu befolgen gilt. Diese Akzeptanz ist Voraussetzung für ein Gelingen der Energiewende. Darum stellt sich der Bürgerdialog vor Ort den Fragen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger bundesweit. Und auch online findet ein konstruktiver Dialog zum Stromnetzausbau statt. Wir haben die Internetseite www.bürgerdialog-stromnetz.de. Auf dieser Seite sind alle unsere Veranstaltungen zum einen dargestellt, die wir vor Ort machen, aber auch Hintergrundinformationen. Man kann auch Fragen stellen. Netzausbau und Naturschutz, Erdkabel versus Freileitung, Akzeptanz von Stromleitungen im Sinne von, schadet das meine Gesundheit? Was kostet die Energiewende? Was kostet der Stromnetzausbau? Oder auch, warum ist denn überhaupt dieser Bedarf da? Wer sagt denn eigentlich, dass der Südling oder die Südostpassage sein muss? Die allgemeine Zustimmung zur Energiewende ist sehr groß. Bedenken entstehen, sobald der Netzausbau Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betrifft. Hier gilt es, Bedenken aufzunehmen, zuzuhören und gemeinsam Lösungen zu finden. Das ist diese klassische Debatte, not in my backyard, also lieber irgendwo anders. Und da gilt es, wenn jeder es irgendwo anders haben will, dann werden wir nirgendwo Stromnetze bekommen. Das heißt, wir müssen erklären, was hat der Bürger auch davon? Warum hat er möglicherweise billigeren Strom am Ende des Tages? Warum hat er möglicherweise eine sichere Stromversorgung? Und warum hat er was davon, wenn wir Stromnetze bauen? Die Aufgaben für unsere Zukunft, sie lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Durch Dialog und Zusammenarbeit auf Augenhöhe.